Die Zeit, in der wir gerade leben, die ist äußerst spannend. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit und dennoch bietet sie unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten, die es sehr wahrscheinlich früher noch nicht so gab. Die Menschheit ist wie so eine Art Superorganismus, die Erde in Beschlag genommen hat. Und ich glaube, wir sind gerade in so einer Selbstfindungsphase. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir die Möglichkeit haben, gerade wenn wir Kinder haben, etwas zu hinterlassen, wo sie nicht noch mehr Drama vorfinden. Ob es die Klimakrise ist, ob es die Kriege sind, ob es die Hungersnöte sind, ob es die Art und Weise ist, wie wir zwischenmenschlich miteinander umgehen. Ich glaube nicht, dass wir gerade in unserem höchsten menschlichen Potenzial miteinander leben. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann knallt das ganz ordentlich. Und ich glaube, dass wenn wir so weiterleben, dass wir diese Erde tatsächlich komplett gegen die Wand fahren. Und dann gibt es uns bald nicht mehr. Wir Menschen gehören zu der Spezies. Wir brauchen es meistens ein bisschen komplizierter, oder was heißt komplizierter, aber auf eine Art und Weise, dass wir wirklich aufwachen und dass ein Druck da ist, der uns wirklich dazu zwingt, etwas zu verändern. Veränderung gibt es immer und wir brauchen auch immer Veränderung. Von me, vom Egoismus zu we, dass wir gemeinsam etwas erreichen können. I think it's a time of tremendous opportunity, actually. And there's never been a better time to follow your passion. Es ist genau unsere Berufung, den Menschen in dieser Zeit eine Stütze zu sein. Denn wer will ich eigentlich sein? Wie möchte ich eigentlich leben? Und wie möchte ich diese Welt verändern? Die Zeit, in der wir leben, in der ist im Prinzip alles möglich. Ich glaube, dass wirklich einfach nur die alten, verkrusteten Systeme endlich mal zusammenbrechen, um ehrlich zu sein. Und ich glaube auch, dass es nötig ist, dass wir neue Wege finden. Wie lebt jeder sein Leben? Und wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam, kollektiv ein gutes Leben haben, aber auch ein verantwortliches Leben? Die Herausforderungen sind, dass, ich meine, das sehen wir auf der ganzen Welt, dass die Reichen und Superreichen immer reicher werden und wir immer noch so wahnsinnig viele Menschen ausbeuten. Das ist nicht die Welt, sondern die Welt befindet sich außerhalb unserer Bubble. Und ich bin tatsächlich zum Teil dankbar, dass vieles gerade zusammenkommt, was uns dazu zwingt, im positiven Sinne wirklich umzudenken und die Dinge komplett anders zu machen, als wir sie vielleicht in den letzten 100 Jahren gemacht haben. Es ist immer eine Herausforderung, das, was gerade passiert, einerseits also zu leben, aktiv zu leben, die Möglichkeiten zu genießen und zu nutzen, die es gibt, aber andererseits immer so in die richtige Richtung zu schauen. Dass wir gerade in diesen Zeiten schauen dürfen, dass wir genug Zeit haben für die Innenschau. Ja, wir sollten uns erinnern, wohin wir eigentlich wollen mit diesem System, mit dem Schulsystem, in der Politik. Und immer dieses höher, schneller, weiter funktioniert ganz eindeutig so nicht mehr. Ich glaube, die Veränderung hat schon angefangen und dieser Prozess ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Ja, also natürlich brauchen wir unheimlich viele Veränderungen. Wir müssen unsere ganze Ökokrise auf die Reihe kriegen. Wir müssen uns irgendwie committen, wie Menschheit miteinander umgehen möchte langfristig. Wir müssen einzelne Menschen befähigen und ermächtigen, in ihrem Leben oder aus ihrem Leben das Beste zu machen, was sie machen können. Wir brauchen deswegen Veränderung, weil wir sehr, sehr viele Herausforderungen haben, die aus der Art, wie wir miteinander umgehen, entstehen. Was nicht hilft, sind eben alle Ideologisierungen. Weil erst dann, wenn alle menschlicher und verantwortlicher werden, leben wir in einer besseren Welt. If you're motivated, if you're driven, if you're excited about what you're working on, if you know the path that you want to take, this is the time. Better than ever, any time before. Ich glaube, wir Menschen dürfen ständig wachsen. Und zu lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen, mit den Widrigkeiten des Lebens zurechtzukommen, dass das eine Grundfähigkeit ist, die wir als Mensch immer weiter lernen dürfen. Wenn wir es schaffen, im Fluss des Lebens wie Wasser an den Steinen vorbeizufließen, dann sind wir gemeinsam ein Stück weitergekommen. Ich glaube, Veränderung entsteht tatsächlich in jedem von uns selbst. Ich kann vielleicht nicht im Außen alles verändern, aber ich kann zumindest das verändern, wie ich auf meine Außenwelt reagiere. Das ist, glaube ich, der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Ich glaube, was wir Einzelne machen können, ist dieses allgemeine Bewusstsein weiterentwickeln, um dann an den großen politischen und wirtschaftlichen Stellschrauben zu drehen. Was kann ich in meinem Verhalten verändern, in meinen Routinen verändern? Welche Entscheidungen kann ich treffen, die dann wiederum Auswirkungen auf mein Leben haben? Es geht einfach um größere Fragen. Ja, wie wollen wir leben? Was ist für uns Friede? Was ist für uns? Wo ist unser Platz in der Natur? Wie kann jeder Einzelne aus sich das Beste machen? Es kann ja jeder bei sich anfangen. Embrace that change and stepped into the void and trusted that good things would happen. You are the voice. Nicht andere sind die Stimme, sondern du bist die Stimme. Wenn wir aber gemeinsam anfangen aufzustehen, dann sind wir plötzlich ein großer Chor und dann sind wir ein großes Musikorchester und das kann wirklich was verändern.